Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Inazuma 11.3 Kettenblitz. Wir haben beim letzten Mal die Vorrunde bestanden. Gegen Fire Dragon habe ich 8 Tore geschossen und das war ordentlich. Und Fire Dragon war ja eigentlich so gesehen im Spiel die stärkste Mannschaft in der Vorrunde. Ja, aber wir hatten die ersten Probleme tatsächlich gegen den allerersten Gegner. Und wie sich das auf einmal gewendet hat, dass wir bei den nächsten Spielen überhaupt keine Probleme hatten und beim letzten Spiel ein derartigen Sieg hingebracht haben. Ich bin überwältigt. Aber es ist ja noch lange nicht vorbei, denn jetzt geht's erst richtig zur Endrunde in der Weltmeisterschaft. Und jetzt spielen wir gegen die Welt. Und jetzt sollen wir auch zu den neuen Ort namens Loicot oder so. Das heißt, wir müssen in unseren eigenen Jet, Inazuma Jet, dorthin fliegen. Und zwar müssen wir zum Flughafen. Oh yeah. Auf geht's nach Loicot. Oder so ähnlich. Wo haben wir die? Hier. Ja, ihr hättet eigentlich noch eine Abstimmung gehabt, aber bis jetzt ist nichts eingetroffen. Shuriken oder Baron Rushing. Deswegen überlege ich mir gleich, einen von den beiden noch anzuzocken. Aber wir fliegen jetzt erstmal rüber und dann schauen wir mal, ob wir ein Spiel machen. Meine Güte, was hast du denn für einen Reisekoffer, Wildside? Ich dachte, ich könnte im Flugzeug hungrig werden. Also habe ich ein bisschen was zum Futter eingepackt. Hey, Hurley, ist alles in Ordnung mit dir? Du zittest ja wie Ästenlaub. Ich habe Höhenangst, Mann. Ohne mich. Ich will wieder in meinen geliebten Ozean zurück. Schnell weg hier. Hier geblieben. Es ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort für einen Rückzieher. Du wirst in dieses Flugzeug steigen. Es gibt auch nichts Schöneres als einen kleinen Urlaub. Nur irgendwie entwickelt sich das nicht unbedingt zu einem. Das kannst du wohl laut sagen. Tretet ein, Leute! Hide, der Flieger nach Loicot hebt bald ab. Wir müssen sofort aufbrechen. Was ich dich noch fragen wollte, wie kommt's, dass du in letzter Zeit so viel trainiert hast? Habe ich das? Ohne Zweifel sind sie ein starkes Team, aber denkst du wirklich, dass sie es jemals mit dir aufnehmen könnten? Unmöglich, oder? Ich bin keineswegs so perfekt, wie du denkst. Ach, sei doch nicht immer so hart zu dir. Deine Mitspieler werden auch bald in einem Flieger steigen, oder? Schließt du dich ihnen wieder an, wenn wir auf Loicot sind? Nicht sofort. Vor einer Weile kommen sie auch ohne mich zurecht. Stimmt, ich bezweifle, dass sie überhaupt deine Hilfe brauchen, um Weltmeister zu werden. Wir müssen jetzt jedenfalls los. Mark Evans. Bei der Weltmeisterschaft erwarte dich und deine Mannschaft noch größere Herausforderungen. Glaube an dich. Kämpfe in jedem einzelnen Moment des Spiels für den Sieg. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir uns treffen. Zeit zu gehen. Seid ihr bereit, es mit der Weltspitze aufzunehmen? Ja, Trainer Travis. Na dann los, Leute. Auf zur Weltmeisterschaft. Yo.
Ihr schafft das. Ich weiß es. Währenddessen an einem Flughafen in Italien. Forza Empois, alle Italia. Werte Zuschauer, mit Ihrem Fernseher ist alles in Ordnung. Was Sie da hören, ist der Jubel tausender italienischer Fans. Sie haben sich hier versammelt, um Ofois dem italienischen Team einen unvergesslichen Abschied zu bereiten. Ciao, Paolo. Ciao, Lucia. Du bist hier. Wie geht es deinem Bein? Naja, es tut immer noch etwas weh, aber ich wollte heute unbedingt hier sein. Grazie, Lucia. Wir werden die FFI gewinnen, das verspreche ich. Ich will, dass du dich operieren lässt. Si, ich weiß. Wir haben uns das versprochen. Paolo, es ist gleich Zeit zum Aufbruch. In Ordnung. Ciao, Lucia. Forza Empois, alle Italia. Ah. Grazie, danke. Allora, Paolo, du weißt schon, wer wird später auf Leukurt zu uns stoßen, oder? Si, das hat er gesagt. Bis er zurückkehrt, liegt es an uns, den Geist von Ofois wachzuhalten. Wir verlassen uns auf dich, Paolo. Ich weiß, du wirst uns nicht enttäuschen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Also los, lass uns gehen. Forza! Wir werden die Nummer 1 der Welt sein. Wir werden es schaffen. Nein. Hier auf Leukurt fängt die FFI endlich richtig an. Unser erster Gegner ist das englische Team. Erfahre, wie es weitergeht in Kapitel 5 im Fußballparadies. Wir zeigen der Welt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Mark, wach auf! Schau dir das an! Wow! Das ist also die Insel Leukurt! Auch bekannt als die Fußballinsel. Schaut euch das an, wie toll! Endlich sind wir da. Das ist alles, was ich über den Vorfall vor 40 Jahren herausfinden konnte. Wir sollten gehen, Fräulein. In Ordnung. Endlich seid ihr angekommen, Mark. Kapitel 5 im Fußballparadies. Wow.
Schau mal, Axel, wir sind tatsächlich im Ausland. Seh dir die ganzen komischen neuen Dinge an. Ach, ist das süß. Wie aufregend du bist. Ich vergesse manchmal, dass du noch so jung bist. Hä, das sagt ja der Richtige. Du bist doch den ganzen Weg hierher auf und ab gehüpft wie ein Zweijähriger. Das ist also Leocott, auch bekannt als die Fußballinsel. Ich habe gehört, dass sie alle umliegenden Inseln zu Austragsorten für die Spiele der FFI gemacht haben. Man kann auch so betreiben, ich weiß, es ist ein großes Ereignis, aber das ist doch Blödsinn. Nicht wirklich, schließlich wird die gesamte Welt zu sehen. Ha, klingt perfekt, wie ich finde. Ich brauche eine schöne, epische Kulisse für meine Rückkehr auf die Fußballbühne. Ja, pass bloß auf, dass man am Ende keine schöne, epische Kulisse für einen schönen, epischen Fehlschlag wird. Was? Sag das nochmal, wenn du dich traust, Stonewall. Hey, Mark. Jetzt, da wir hier sind, solltest du den Flughafen verlassen und erstmal die Insel erforschen. Das klingt doch nach einer guten Idee, oder? Alle wirken sehr aufgeregt, dass wir hier sind. Sprich mich erneut mit mir, wenn du fertig bist. Okay, endlich angekommen. Erkunde Leocott oder Leocott. Ist die Frage, wie ihr das ausspricht. Aber ich, für meinen Teil, sage Leocott. Und wo ist eigentlich die Person? Wir bekommen erstmal Pfeilstollen. Was hat die denn? Schusskraft. Oh, 10. Schnelligkeit. Ja. Dann geben wir mal das. So, ein bisschen ausgerüstet. Und das war's eigentlich auch schon hier, oder? Sylvia ist irgendwie nicht da. Karte. Was haben wir denn? Wir haben den Leocott Flughafen und den Strandpark. Ich denke, wir müssen genau hier hin. Und gucken uns hier auch mal an. Gibt es auch 4 gegen 4 jetzt schon? Oder kommen die... Okay, ich habe nichts gesagt. Die kommen auch hier schon. Okay, Torschießen. Das ist so das geringste Problem. So, am besten hinlatschen, schießen, Volley. Haben die hier schon Spezialtechniken? Ja. Boah, Experte, yo, übertreib mal. Das ist sogar Crackmeyers Attacke gewesen. Doppelpass. Okay, jetzt fängt es an, dass die Spezialtaktiken haben. Spezialtechniken. Meteorklinge, yo, ist okay. Das könnte ich sogar verlieren, oder? Schauen wir mal. Magische Faust. Oh nein!
Ich hab sogar verloren. Die Turniersieger. Okay, jetzt geht's erst richtig rund hier. Doch, da muss ich doch langkommen. Muss gerade sagen. Hier hinten ist da bestimmt noch irgendwas zu holen. Ja. Geschossstollen. Moment. Inventar. Ausrüstung. So, machen wir das so. Mal hier noch ein paar Sicherheitsschuhe. Ist zwar nicht viel, aber besser als gar nichts. Okay. Da drüben geht's wieder raus. Und hier geht's zum Strand. Gibt's hier irgendwo noch eine Truhe zu holen? Hier ist eine. Eine Karte von Nara erhalten. Dann gehen wir, glaube ich, auch mal direkt hin. Du kannst jetzt nach Nara gehen. Das heißt, Nara müsste die Closer Junior High sein, wo wir Bayern gefunden haben oder Bayern kennengelernt haben. Oder war jetzt Nara doch was anderes? Ich weiß jetzt nicht mehr. Das ist auf jeden Fall, Nara ist auf jeden Fall aus Teil 2. Was ist das denn für ein... Okay, dann machen wir das mal. So, wir gehen auf den Feuersturm. Und? Okay. Die hatte keine Spezialtechnik. Oder hat keine eingesetzt. Ja. Fast 180 Lärm. Ich könnte mal ein bisschen bleiben, um ein bisschen Geld verdienen. Anleitung erhalten. Der Turm! Oh. Oh, 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 oh. Torres Attacke. Wem würde ich den Turm geben? Dirim, oder? Achso. Ich würde sagen, ja. Es war jetzt Wind, aber das ist egal, aber. Obwohl, Blockangriff. Würde ich das doch einen Verteidiger hinten in der Reihe geben. Kane? Hawkins? Ich würde sagen, Kane könnte es gut passen. Der hat einen Zweier. Er hat zwei Schusstechniken. Ein Dribbling. Ja, ich würde sagen, der... Warum denn nicht? Es ist nur für... Ah, okay. Das ist tatsächlich nur ein Frauenattacke. Was ist das denn hier? Nee, 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 nee. Okay, so sieht die komplette Insel aus und die wird noch befüllt werden, glaub mir mal. Ich wollte jetzt nach Nara. Hirschpark. Nee, ist nicht Klauser.
Das war nicht so. Okay, das. Doch, das müsste Klaus sein. Rote Münze halten. Ich gehe jetzt aus meiner Spezialtechnikladen rein. Und guck mal, was haben wir denn hier so Schönes? Achso, Kombi, Superblitz, Photonenschaden, Aufpraller, Durchbrecher, Orkannebel, Paarungsland, Cyclone, Schattenattacke. Ja, ich habe zu wenig Geld. Okay. Ich bin arm. Wir gehen mal zum Hirschpark. Und ich meinte, hier müsste es doch gegen Klauser. Willkommen in den Hirschpark. Irgendwo kann ich doch kämpfen, oder? Gegen einen. So, wir machen direkt Volley. Gucken, Fallrückzieher. Und der geht rein. Gut. Wir haben's geschafft. Sehr schön. Gewonnen. Oh, hier gibt es sogar mehr Punkte, mehr Geld. Schön, schön. So, du bist nicht das Mädchen, was ich suche. Du spielst mit deiner Mama Verstecken. Okay. War das nicht hier ein Hirschpark? Ich glaube nicht, oder? Ne, ich habe jetzt alle angesprochen. Erobere den Ball. Gehen wir ein bisschen mal zu einem hin. So, hier kommt jetzt die Mauer. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ah, hier hinten ist noch eine Truhe. Und Anleitung für alles oder nichts 1. Da passt in der Fähigkeit. Okay. Aber es gibt, glaube ich, noch einen hinteren Teil, oder? Ein Tor schießen, das kriegen wir doch hin. Was machst du denn da? Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt, Axel? Konfusion, komm. Wir schießen normal. Reicht es aus? Haben die Spezialattacken? Nein. Nö. Super Scan, Verteidigung.